Ein fröhliches Moin und Hallo wieder aus meinem Bastelstudio. Heute möchte ich gerne meine Felsen, die wir hier im Hintergrund haben, begrünen. Und ich hatte ja vor ein paar Tagen ein Video reingestellt ins Netz. Da hatte ich eine neue Verwendung für Grillmatten ausprobiert. Und da habe ich dann diese schönen Elemente gebastelt. Holzleim auf der Matte gestrichen, wie gesagt, mit den Grasfasern rüber und wir hatten solch wunderschöne, fast durchscheinende Grasstückchen gebastelt. Sensationell zum Bau solcher Felsen. Was ich damit jetzt genau mache, wie ich das genau mache, das wollte ich jetzt eigentlich in diesem Video erzählen. Die Teile, die wir uns oben jetzt gebastelt haben, die Grasstücke, die werden wir jetzt hier zwischen den Felsen verteilen. Ich habe mir jetzt hier ein kleines Stückchen abgerissen und das möchte ich dort jetzt gerne platzieren. Jetzt suche ich mir so die ungefähre Position aus, wie ich das haben möchte und dann werde ich das dort mittels Holzleim, so kann ich die Dose aufmachen hier, und einen etwas älteren Pinsel, werden wir das dort dann mal, ups, jetzt sollte man natürlich nicht an der Kamera rütteln. So, dann nehmen wir jetzt hier den Holzleim, da pinseln wir das mal ein und dann kleben wir das gute Stück da drauf. Können hier jetzt auch ein bisschen mehr Holzleim verteilen, falls dort gleich ein bisschen was durchscheint durch das Teil, was wir uns da rausgeschnitten haben, rausgebrochen haben. Und dann können wir da mit ein bisschen Sand noch weiterarbeiten. So, jetzt kommt der Vogel da drauf. So, den kleben wir da fest. Und jetzt kommt das Thema mit dem Sand. Hier ist jetzt ein bisschen Holzleim. So, da kommt jetzt ein bisschen Sand drauf. Müssen wir das gut andrücken. Und sollte das nicht so gut anzudrücken sein, nehmen wir eine Stecknadel und fixieren unser Rasenteil ein wenig. So, jetzt haben wir da ein bisschen Sand noch drauf gestreut. Na guck mal, ich denke mal, das sieht doch ganz gut aus. Hier kann man wieder ein bisschen Sand hin noch. So, na guck mal, das wäre das erste Teil. Und so werden wir jetzt immer weitermachen. Hier ein bisschen, überall da, wo jetzt noch ein bisschen Braun an den Felsen zu sehen ist, da werden wir jetzt ein bisschen Grünzeug einpflanzen. Ich hatte mir oben kleine Sträucher gebastelt. Diese Sträucher werde ich jetzt hier in meine Lücken stopfen. Und genauso hatte ich mir das ungefähr vorgestellt. Ich denke mal, ich muss mal ein bisschen weiter weggehen, mal gucken, wie das dann aussieht. Dann müssen wir mal eben schauen. Und mal gucken, kann man das machen? Ja, guck mal, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ja, da kommt jetzt noch ein bisschen Kleber dazwischen. Und dann haben wir die Lücke auch schon verdichtet. Ein kleiner Spalt kann ja immer mal zu sehen sein. Es gibt ja auch in der wahren Natur, in den Felsen, so kleine Spalten, die sich aufgetan haben. Ja, ich denke mal, da kann man auch fast lassen. Doch, denke ich mal so. So, schon mal der erste Eindruck. Ich denke mal, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Wenn wir die Gleise da hinten ja noch eingeschottert haben und das alles ein bisschen hübscher ist rundherum, dann stimmt auch der Gesamteindruck.
Und er macht dann alles viel mehr her. So, eine Tanne habe ich doch mal probehalber reingepiept. Und der erste kleine Klotz von dem Modul ist jetzt fast fertig. Da sieht man noch einen kleinen orangen Punkt, eine Stecknadel, womit ich einen kleinen Busch fixiert habe. Wird nachher natürlich noch wieder rausgezogen. Ja, ich denke mal, das kann sich doch so langsam sehen lassen. Also ich finde das gar nicht so übel, was ich da verzapft habe. Dann wollen wir mal gucken. Ich möchte still und leise weiter. Natürlich mit meiner Musik im Hintergrund, aber das will ich euch nicht antun. So, und zur Feier des Tages lassen wir nochmal einen fahren. Also einen Zug meine ich jetzt. Sensationell. So, ich habe jetzt hier schon ein bisschen weitergemacht. Es ist mitunter gar nicht so einfach, da denn einen gesunden Mittelweg zu finden zwischen zu viel Grün, zu wenig Grün. Das eine Grün leuchtet zu doll, das nächste ist wieder zu dunkel. Aber ich denke mal, das sieht ganz gut aus. Mir gefällt es, was ja immer die Hauptsache ist, wenn man etwas bastelt. Das hatte ich ja schon mal erwähnt. Man bastelt für sich selber und nicht für die anderen. Man nimmt natürlich immer gerne ein paar Ratschläge entgegen. Aber wie gesagt, man bastelt für sich und wenn einem das selber gefällt, dann ist das gut so. Und ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir das. Bin noch nicht fertig, aber wir werden mal weitersehen. Jetzt muss ich erstmal wieder Grünzeug basteln. Hab keins mehr, ist alle. So, mein Felsen ist soweit fertig mit der Begrünung. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wie ich finde. Was jetzt noch folgt, ist die Begrünung unten an der Bodenplatte, wo der Fels jetzt auf dem, neben dem Gleis steht. Aber dazu muss ich erst die Gleise einschottern, farblich behandeln und dann folgt auch dort der Rest. Aber das kommt in einem späteren Video. Wem das Video gefallen hat, darf gerne einen Daumen nach oben machen. Würde mich wie immer sehr freuen. Und dann war's das. Dann bleibt mir nur zu sagen, wie immer. Und tschüss.